Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier ist jemand, glaube ich, auf Thermiksuche. Sieht nach einem hochmodernen Segelflugzeug aus und er ist ganz schön tief schon. Ich gehe davon aus, dass er sich jetzt einen Landeplatz hier sucht. Es ist extremer Wind. Ich glaube, sowas zerreißt die Thermik dann auch. Und ich bin auf dem Elfmotor und simuliert jetzt nur. Aber das wird nicht mehr reichen, bei Leverkusen rüberzukommen, denke ich mal. Vom Gleitwinkel her. Ich weiß gar nicht, was haben moderne Segelflugzeuge. 30 Meter vorwärts, 1 Meter nach unten. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Und nach Paffendorf wird es auch nicht reichen. Also ich bin schon ganz gespannt. Und Fliegen war ja immer meine große Leidenschaft. Hat ja leider nur zum bisschen Paragliden gereicht und zum Modellfliegen. Und krass, wie niedrig der ist. Also Landeflächen wären eher hier bei uns. Da hinten rüber ist eher viel Wohngebiet, aber der wird es schon von da oben genau einschätzen können. Hochinteressant finde ich das immer. Ich habe schon viele Segelflugzeuge bei uns im Feld landen sehen. In letzter Zeit allerdings eher wenige. Früher war das viel vermehrt, da waren die Gleitwinkel nämlich, glaube ich, extrem schlecht. Und die sind immer bei uns hier Richtung Kraftwerke geflogen, um die Thermik zu tanken. Aber wenn die Kraftwerke dann runtergeregelt waren, dann war es auch nichts mit Thermik. Da ist er wieder. Na, ich glaube, mit Thermik ist jetzt hier nichts. Hallo. Also mich würde mal interessieren, ob der es schaffen würde nach Leverkusen rüber. Ah, nee, der hat einen Motor. Der hat gerade den Motor nach oben geklappt. Also ist auf jeden Fall oben was hochgeklappt. Ciao! Man hört den gar nicht. Doch, jetzt ist der Elektromotor an. Jetzt hört das. Interessant. Na, Elektro oder Verbrenner. Ein ganz schöner Teppichklopfer. Der arme Duppi, der hat nämlich hier einen dicken Riss im Huf, deshalb bin ich hier hingefahren. Und jetzt war aber noch hier die Miri, unsere Expertin, dran. Das ist Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, wie es zuerst aussah. Das könnte bei einem Riss, der relativ hoch ist im Huf, übelst enden. Und deshalb bin ich direkt hier hingefahren. Ich werde jetzt eigentlich auf der Veranstaltung in Vlie stehen, da geht es um die Umgehungsstraße, da sollte ich eigentlich filmen. Aber es ging dann nicht, ich musste schnell hier hin. Also Tiere, Menschen, Menschen, Tiere, so um die Reihenfolge gehen immer vor. So, der schafft es auf jeden Fall, wenn er genug Sprit oder genug Akku hat, wieder nach Hause. In dem Sinne, ich verabschiede mich und schwinge mich auf meinen Pony und fahre mal Richtung Heimat. Tschüssi!